Hi, ich bin's wieder, die Sophia von Style for Love. Heute zeige ich dir ein paar Silvesterfrisuren, paar partytaugliche Frisuren, die du im Handumdrehen auch selber nachmachen kannst. Und zwar gar nicht, indem du mir alles eins zu eins nachmachst, sondern indem du selber ein bisschen kreativ bist und die Haarklammern steckst, wie du möchtest. Es ist gar nicht so schwer und relativ einfach. Und ich wünsche dir aber viel Spaß beim Nachmachen und dann hoffe ich natürlich, dass es dir gefällt. Die erste Frisur ist ein seitlicher Dutt. Um diesen seitlichen Dutt zu frisieren, musst du deine Haare zuvor ein bisschen antupieren. Dir ein paar Haarklammern. Mit den Haarklammern steckst du einzelne Strähnen und Haarpartien fest. Und zwar machst du das am besten, indem du die Enden jeder Haarpartie ein wenig eindrehst und dann zwei Klammern wie ein Kreuz steckst. Das machst du dann nacheinander mit ungefähr vier Haarpartien und Strähnen, immer ausgehend von deinem Pony oder von der Stirn und dann nach hinten gesteckt. Dabei musst du gar nicht so genau die Haare stecken, wie ich das hier in diesem Video gemacht habe, sondern kannst deine ganz eigene Position finden. Nachdem nun alle Haarpartien festgesteckt sind, nimmst du deine Längen und Spitzen und drehst sie seitlich ein. Ich habe ziemlich kurze Haare, das geht aber genauso gut mit längeren Haaren oder auch mit derselben Haarlänge. Dann nimmst du dir ein Haargummi und mit diesem fixierst du diesen Zopf an der Seite. Das Zopfende steckst du dann in den Haargummi rein und fixierst es dort. Und zum Schluss steckst du einfach alle Haarspitzen und Enden, die noch rausstehen, fest und modellierst dir somit einen Dutt. Nimm dazu am besten Haarklammern, dann halten die Haare besser. Hat wahrscheinlich jede von euch schon einmal ausprobiert. Und zwar werden die seitlichen Partien hochgesteckt und hinten am Hinterkopf zusammengezwirbelt. Das kann man mit Flechten tun oder auch, wie ich das hier im Video gemacht habe, indem du die Haare einfach eindrehst. Als erstes ziehst du dir einen Scheitel. Dabei ist es egal, ob du einen Seitenscheitel oder einen Mittelscheitel nehmen möchtest. Dann nimmst du zwei Strähnen deiner Haare an Stirn und Schläfe und verdrehst sie miteinander. Dabei gehst du immer weiter nach hinten Richtung Oberkopf. Sobald du in der Mitte des Kopfes angekommen bist, steckst du diese Strähne wieder mit zwei Haarklammern fest.
genau dasselbe mit der anderen Seite der Haare. Sobald du hinten angekommen bist, steckst du auch diese Strähne wieder mit zwei Haarklammern fest. Nun nimmst du die beiden Enden der beiden Strähnen, verdrehst sie miteinander und steckst sie als eine Art Schnecke fest. Ist eine elegante und festliche Hochsteckfrisur. Die ist vielleicht auch ein bisschen schwieriger als die anderen, aber ich bin mir sicher, das bekommst du hin. Zuallererst unterteilst du deine Haare in zwei Partien. Einmal die Haare oben am Oberkopf und dann die untere Partie. Die obere Partie drehst du ein und steckst du einfach fest, während du die untere mit einem Haargummi fixierst. Auch hier steckst du die Zopfenden wieder fest im Haargummi und schaffst damit einen Unterbau für die Frisur. Unterteilst du dein restliches Haar in drei große dicke Strähnen. Strähne an der Stirn steckst du wieder erst einmal provisorisch fest. Ich habe diese mittlere Strähne jetzt in dem Fall noch einmal unterteilt und stecke diese Haare schon einmal um den vorher geformten kleinen Dutt. Das kannst du dann einfach auch wieder mit Haarnadeln feststecken. Nun nimmst du dir die seitlichen Strähnenpartien und legst sie um den zuvor hinten geformten Dutt und steckst sie dann wieder mit Haarklammern fest. Ganz schön, dass die Enden der Haarpartien noch sichtbar herausgucken. Nun nimmst du dir die vordere und letzte Haarpartie, tupierst sie ein wenig an und steckst sie ebenfalls hinten fest, allerdings nicht über dem Dutt, sondern davor. Ich drehe die Haarpartie bzw. die Enden, da wo ich es feststecke, auch noch ein wenig ein. Du bist fast fertig. Nun folgen die letzten Handgriffe. Und zwar legst du die seitlichen Enden der Haarpartien um die mittlere Strähne und steckst diese wieder fest. Und zum Schluss nimmst du die letzte mittlere Haarpartie und legst sie seitlich nach oben
und steckst diese wieder mit Haarklammern fest. Alle Haare, die nun abstehen, kannst du auch nochmal mit Klammern fixieren. Vielleicht ja, alle drei Varianten irgendwie miteinander verknüpfen. Bis bald. Ciao.